Okay, gut. Ja, dass das alles natürlich so locker funktioniert, das ist einerseits natürlich dem Kapitalverhältnis geschuldet, also der Art, wie wir hier gezwungen sind zu leben. Da gibt es Leute, die setzen das durch, das sind die, die in der Politik sind. Und einer der leider auch schon verstorbenen Musiker hat ein ganz wunderbares Lied über diese Leute geschrieben. Ja, die Welt ist eine Ansammlung von komischen Tieren, die sich an das Leben klammern und nur selten amüsiert. Um gleich alle zu beschreiben, fehlt die Zeit mir momentan. Und so führe ich nur einige als Beispiel an. Ja, ein Dramatiker ist ein Stückeschreiber und ein Fanatiker ist ein Übertreiber. Und ein Botaniker ist ein Blumengießer und ein Romantiker ist ein Frauengenießer. Ein Philharmoniker ist ein Staatsmusiker, der Pension trägt, wenn er nicht mehr gut gefällt. Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Die Amerikaner sind die Haupttouristen, die Lilliputaner sind die Zwergkopisten und der Persianer ist der Abgewetzte und der Mohikaner ist der Allerletzte. Ein Alkoholiker ist ein Exzentriker, der sich selber seines Lebensglücks beraubt. Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Ist er wirklich so vonnöten, wie er glaubt? Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Ist er wirklich so vonnöten, wie er glaubt? Man braucht Kesselflicker und Autobuslenker, Elektrotechniker und Serviettenschwenker. Vor Gericht braucht jeder einen Verteidiger. Dieser Verteidiger ist Akademiker. Ich bin kein Zyniker und bin kein Politiker. Ich verehre diese Leute wirklich sehr. Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Eines Tages gibt's ihn sicherlich nicht mehr. Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Eines Tages gibt's ihn sicherlich nicht mehr. Das war's. Ein Stück von Georg Kreisler.